Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rex Magica. Ja, liebe Leute. Dass ich in meinem Kopf immer sag, also ich sag in meinem Kopf meinen Satz selbst zu Ende mit bei Galacticraft. Ich mach das schon selbst. Ja, also echt Respekt, dass du das nicht machst. Nee, ich hab mich schon langsam dran gewöhnt. Und da, Freunde, seht ihr es. Ein kleiner Mana-Elemental in freier Wildbahn. Ist ein sehr, sehr gefährliches Geschöpf. Nein, alles volles billige Viech. So, wir haben hier noch einen Skill-Point, Friends. Und ja, sicherlich interessieren sich wieder einige dafür, warum die Folge letztes Mal nicht kam. Ganz einfach deswegen, wir haben die Folge aufgenommen. Es war eine geile Folge. Wir machen übrigens das gleiche jetzt in der Folge, was wir in der letzten gemacht haben. Wir machen es jetzt einfach neu. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und ja, es war einfach so, ne? Wir hatten einfach meine Tonspur war einfach nicht da. Ist doch egal. Scheiß doch drauf. Und ja, ehrlich, man, das ist richtig bitter. So, was skill ich denn hier? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal, weil mir mir gefällt hier die Utility. Ich glaube, ich hole mir jetzt Touch. Touch Mahal, versteht sich. Touch gönnt er sich. Ja, also, was natürlich die Musik gestartet habe, ganz wichtig ist. Wie so ein Versager hier. So. Ja, Tobias macht sich heute jetzt schon wieder ein Spell. Ich glaube, ich gehe jetzt auch schon los auf die Reise zu einem bestimmten Ort. Weil Tobias meint ja unbedingt, er müsste das jetzt hier machen, aber wenn er meint, dann... Ja, weil das eigentlich ganz schnell erledigt ist. Ja, ne? Das ist nicht mein Problem. Fick dich. Ah, ja, geil. Also, wieder ganz seriös hier die Folge begonnen. Wahrscheinlich schauen hier irgendwelche Eltern zu und denken sich, so, mein Kind, mein Sohn, mein Vater schaut sich das nicht mehr an. Das fände ich so geil, ey, ehrlich. Oh Mann. Auf jeden Fall, ja, wir begeben uns jetzt auf ein... Oh mein Gott, hast du... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Wort war. Nee, auf jeden Fall war es nicht, ne? Was ich mir abgewöhnt habe, so über Folge 1 bis 3... Das war irgendwas anderes. Nein, das heißt, warum habe ich eine Pickaxe gecraftet? Ich wollte doch ein Schwert. Okay, mache ich mir halt noch ein Schwert. Egal, juckt doch nicht. So, ich habe wieder eine extra geile Story am Start. Wer gedacht hat, dass ich das letzte Mal dumm war, als ich keinen Schlüssel hatte und nachts eineinhalb Stunden versucht habe. Wow, Mana Elemental Boy, du hast keine Chance gegen mich, you damn bitch. Ja, schau mal ganz kurz, ob ich den hier schon drinne habe. Bye, 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 bye. Mops, da ist er, genau. Da ist er nämlich, der Mana-Elemental. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon drin habe. Doch, den hast du schon ganz early irgendwann bekommen. Hier ist noch ein Water-Elemental, der ist nochmal Schnieke. Ja, auf jeden Fall. Habe ich jetzt schon wieder auf jeden Fall gesagt. Jetzt sind wir schon bei dreimal. Oh, geiler Track kommt hier, by the way. Ich begebe mich ja gerade auf die Strecke, auf den Weg zu einem Templer. Dieser Tempel wird da von mir gelotet. Werde nicht zurücklassen von der Loot. Ne, ja, was ich hier sagen wollte, genau, ich habe ja gerade angekündigt, dass ich wieder eine extra bescheuerte Story am Start habe. Ja, die habe ich tatsächlich, das war nicht einfach nur irgendwie gewäscht. Wisst ihr, er macht es immer so, er erzählt sie mir vorher nicht, ja, aber sonst würde er mir die ganze Spannung kaputt machen. Ja, ich habe es Tobias eigentlich ganz nicht gut, erzählt. Ja. Also ich muss sagen, hier, das Tentakel ist zwar spannend, aber nicht so spannend. Ne, also, wer gedacht hat, dass ich das letzte Mal dumm war, der hat sich getäuscht, Freunde. Ich habe noch was Dümmeres geschafft, ja. Ich habe mich nochmal ausgesperrt innerhalb von drei Tagen. In drei Tagen habe ich mich nochmal ausgesperrt. Und dieses Mal, Junge, ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen, wie dumm man sich fühlt, wenn man sich innerhalb von drei Tagen zweimal aussperrt und dann feststellt, ja so, warte mal, ach, ich habe jetzt keinen Schlüssel dabei. Oh, das ist natürlich geil. Da stehe ich vor der Türe. Ich habe sogar nicht mein Handy dabei gehabt. Noch Behinderte. Kann ich niemanden anrufen. Meine Nachbarn waren auch nicht da. Und nicht, dass ich weiß auch nicht die Nummer von meinem Vater und meiner Mutter auswendig, die jetzt halt einen Schlüssel haben. Wir sind nicht so schlau, dass wir die Schlüssel irgendwie unseren Nachbarn geben oder die irgendwo verstecken, was weiß ich, wo im Kaminrohr, damit schön verkocht. Weißt du, was noch viel besser ist? Ganz ehrlich, wir haben keine Federn und ich versuche einen Spell rauszuhauen. Geht wahrscheinlich nicht. Nee, das ist, ich bin ja noch nicht angekommen beim Punkt, ne? Ich habe gesagt, eineinhalb Stunden und so, ne? Also, was mache ich so? Ja, habe keinen Schlüssel am Start. Denk mir so, ja, ich bin schon ziemlich gefickt. Ich habe Schwimmen da noch, also ich gehe in so ein
Training, Friends. Und ich habe halt keine Sachen dabei, stehe da so mit meinem, also ich habe schon Sachen dabei, halt so unnötige Sachen, die man halt in der Schule braucht, ne? Und das, was mich halt überhaupt nicht weiterbringt. So Dietrich wäre vielleicht ganz praktisch gewesen, aber hat man nicht. Nee, Ja, aber jetzt ist der Dominik, müsst ihr wissen, in sein Arsenal eingegliedert, ja? Weil so ein Dietrich kann sehr nützlich sein. Ja, vor allem, also, wenn man so dumm ist, einen Schlüssel mitzunehmen. Aber jo, Leute, ich muss jetzt auf den Punkt kommen. Sorry, dass ich gerade hier wieder drum rum rede. Aber die Musik ist gerade so spannend. Okay, nee, also es geht weiter. Ja, ich laufe also ums Haus rum und was bemerke ich? Das Küchenfenster, Freunde. Das Küchenfenster ist gekippt. Und nach 1,5 Stunden Training, die ich ja nachts sogar vor einem Milchglasfenster absolviert habe, habe ich es nach 10 Minuten geschafft, dieses Fenster zu öffnen. So, jetzt kann mir niemand mehr sagen, Alter. Junge, wer hat bitteschön mit einem fucking Schnürsenkel schon mal ein gekipptes Fenster geöffnet? Hier richtiger Einbrecher. Hardcore-Einbrecher bricht bei sich selbst ein. Richtig bitter eigentlich. Aber ist auf jeden Fall machbar. Gut. Schau, da weißt du jetzt schon, dass dein Haus nicht sicher ist. Ja, eben. Ich meine, meine Mutter schließt einfach mal schön die Türe zu, aber das Fenster lässt man halt gekippt. Weil, ne, man war ein weiser Voraussicht natürlich. Sie wusste, dass ich so dumm bin und meinen Schlüssel nicht dabei habe. Klar, nee. Hey, hier ist ein Mage. Das ist ein Lightmage. Alter, hier ist eine Asmagica-Quelle. Soll ich mir die Koordinaten? Ich tue sie mal ganz kurz raus. Du, wenn du Federn findest, dann bist du echt eine geile Sau. Nö, für dich erst recht nicht. Ich glaube irgendwie, die haben hier extra die Spawnrate für Kenshis ein bisschen reduziert. Und das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ja? Und falls ihr euch fragt, wo wir hingehen, weil ihr irgendwie in den letzten Folgen nicht aufgepasst habt oder weil ihr irgend so ein Neufleisch, Frischfleisch hier seid, was bei uns zuschaut, bei unseren Minecraft Let's Plays. Oh, goddammit. Dann, ist das... Nee. Was? Das ist aber auch nicht euer Ernst. Das ist auch normalerweise nicht so. Ah, was? Das okay, das ist hardened Eis, okay. Hier wurde gerade das Eis zerstört von einem Creeper. Und daraufhin konnte ich das aufsammeln. Ja, das ist natürlich... Du bist so scheiße! Oh Mann, Alter! Ich glaub's nicht, dass ich nicht dabei sein sollte, konnte. Das ist der wirklich jetzt von einem Enderman gestorben. Ja, an alle Leute, die neu zuschauen, vor allem bei der Serie, ne, neu dabei sind, freut uns natürlich nicht. Juckt uns eigentlich nicht so, okay, wenig Spaß. Freut uns natürlich, dass ihr dabei seid, ne? Ahoi, Brause und so ein Scheiß. Und, ne? Ja, weißt du, es ist einfach geil, ja? Ich denke mir so, geil. Aber nicht so wie Schaden machen. Ich habe ja einen Heal, ne? Guck nicht auf meine Herzleiste. Das Schwert, was ich dabei habe, ja, ist halt schon fast kaputt. Ich mache einen Schlag auf den Enderman, Schwert ist ganz kaputt. Ich denke mir so, ja, jetzt könnte es knapp werden, gell? Heil mich so, guck nicht auf mein Leben. Wirklich nicht. Dann so, ja, bin gestorben. Oh, ist aber sehr gut, ne? Ist natürlich ganz in Ordnung, ja, definitiv ganz in Ordnung, so, ganz in Ordnung, ja. Also ich glaube, wir haben hier wieder so ein Viech am Start, was wir wohl einkesseln sollten. Hat ja jemand einen Kommentar geschrieben, haben wir selbstverständlich wahrgenommen und gelesen, Friends. Was haben wir denn da drüben? Oh mein Gott, ein kahler, silberner Baum. Das ist ja wunderschön. Da gehen wir vielleicht mal nachher rüber, um ehrlich zu sein. Gefällt mir ganz gut. Ja, Leute, in den Kommentaren... Warte mal, ist der ganz kahl oder hat er blaue Blätter? Nee, das ist ein ganz kahler, stinknormaler, widerlicher Baum. Das hat sich ja gereimt, kahl und stinknormal. Super Reim. Ey, ich find's ja irgendwie schon krass, auf welche Distanz die schon aggressiv werden. Also vor allem Zombies, ne? So, wir leveln uns hier mal ganz gediegen auf Level 11 und sorry, die Bakemonogatari-Musik passt hier gerade nicht so. Switchen wir mal gerade auf World of Warcraft. Ist es nicht wunderschön? Ich hoffe, dass ihr gerade genug Licht habt. Wenn ihr in den Videos zu wenig Licht habt, dann schreibt mir doch einen Kommentar, ihr Spasten. Ja, wir wollen ja hier, also sonst, gell? Wir wollen hier nicht auf die Julians Block Fährte. Aber ist schon witzig. Schon wieder ein Zombie. Oh Mann. Gott, wir haben hier ein bisschen Licht. Und eine Thaumier-Pickaxe. So, Freunde, wir sind hierher gekommen. Tobias hat ja mal gesagt in den Early Parts, dass das Ding hier ist. Wir haben das im letzten Part gesucht. Blöderweise habt ihr den halt nicht gesehen, ne? Den Part, der ist... den konnten wir nicht hochladen. Also ich wollte euch eigentlich die Ixvision ersparen. Hey, what? Ersparen. Alter, hier sind drei...
Diaz und Emeralds, Alter. Ja, stark. Also vor allem, was gute Besserung, ist, Revival, oder was Darkmage, dann wirst du gerade rechts einen Spell vorbeigejagt. Gute Besserung, Revival. Mir sagt es ja keiner. Mir sagt es einfach keiner. Ich fühle mich vollkommen alleine und... Oh, warte mal kurz. Hier haben wir natürlich noch was vergessen. Hier sind noch wichtige Sachen, die wir zum Beispiel fürs Farming brauchen. Und später, um ein besseres Haus zu bauen... ja. Also auf unser Haus bin ich ja schon mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Nee, ich werde es abreißen. Ja, ich meine es ja. Also wie sich der Standard unserer Behausung weiterentwickeln wird. Haus so digitiert zu Gasthaus. Oh yeah! Nee, digitieren, nee. Nee? Nicht digitieren. Weil aber das kannst du doch nicht machen. So, Gott sei Dank habe ich alle meine Drops wieder aufgesammelt. Falls ihr euch fragt, wie der Erdblock dahin kommt, das war der Tobias anscheinend in seinen ersten Attempts dahin zu kommen. Ja, das seht ihr auch. Ich bin schon ein bisschen gespannt, wenn, was ihr mal die Folge anschaut, wo ich da hingehe. Ich wollte jetzt einfach, eigentlich wollte ich ursprünglich mit, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dann habt ihr wenigstens dann anderes Mal. Tobias wenigstens nichts gesehen. No. Ja, dann könnt ihr zuschauen, wie ich sterbe, ja, so richtig elendig. Oh, warte mal, wir haben aber nur 370 Mal, das ist gar nicht so viel. Da müssen wir mal ein bisschen was hier, müssen wir ein bisschen, ja, rein, zickzack, ne, Bananen und so. Bananen sind geil. Banana, ja. Banana. Ja, ich weiß nicht wieso, aber die Folge entwickelt sich aufgrund dieser Musik gerade irgendwie in so eine düstere... Oh, da, danke schön. Also ich hab... Dankeschön. Bei mir ist es komplett das Gegenteil, ja, ich sterb aber. Tobias Lieblingstrack von Beatery, Hingabe, ist gerade am Start. Da freut sich. Er sagt immer, es ist mein Lieblingstrack. Weil, aber du hast es einmal gesagt, dass es dein Lieblingstrack ist. Ich hab gerade auch Beatery, aber ich hatte gerade Best of Fun, ja. Und jetzt Warte mal. Tobias. Ach, Tobias, dein Lieblingsstück war Leidenschaft. Leidenschaft. So. Ganz gut gelaunt, ja. Ja, ich bin ganz gut gelaunt, obwohl ich eine Deutschklausur schreibe morgen. Aber das war wieder eine ganz klare Situation. Ich, vorhin, hatte irgendwie eine Stunde Zeit zum Lernen und ich so, oh, jetzt muss ich doch eigentlich mal mir die ganzen PDFs durchlesen. Ja, weil unsere Lehrer sind sogar in der Lage, die Medien zu nutzen zu ziehen hier. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt Deutsch, auch wenn wir morgen eine Deutschklausur schreiben. Egal. Und dann die normalen Minecraft-Wolken eingeblendet haben. Oh Gott. Oh Gott, Level up. Oh Gott. Und wir haben 444. Das ist natürlich eine wunderschöne Schnapszahl, sagt man ja auch. Ist, ja. Ne? Und, warte mal, was, wo war ich gerade? Ah, genau, bei der Deutschklausur. Da war ich so am Überlegen, ne? Da müsste ich doch eigentlich jetzt mal das Zeug rauspacken und dann so. Ah, komm, noch eine Runde, Open Hexagon, geht doch, kein Problem hier. Und noch eine, so ging es dann eine Stunde und, warte. Oh, Poison, Alter. Ich dachte gerade, was ist los, Alter, der Debuff sieht aber ziemlich creepy aus. Oh, schau mal, das ist ein schöner Baum, hoffentlich ist es nicht giftig. Oh, also ich gehe jetzt mal, ich bin momentan auch in der Landschaft unterwegs. Junge, was sind denn das für scheiß Blumen, Alter? Sind die auch giftig oder was? So ein Scheiß. Das sind die Blumen, die sind die so klein mit so weißen Köpfen. Nein, das sind die anderen. Das sind so orangene Blumen. Oh, cool. Gut zu wissen. Ich bin in so einer Art Steinwüste gerade am Start. Gut zu wissen, weil wichtige Sachen, die man fürs Leben später mal braucht, sind natürlich irrelevant. Wir interessieren uns lieber dafür. Guck mal, Dom, ich seh dich. Wo ist der? Das war jetzt aber, war jetzt wirklich cool. Wo ist der? War nicht geplant, dass ich hier dir in die Arme laufe. Aber hier sind auch keine Chickens. Und da ist schon wieder so ein richtig, richtig ralliger, rottiger, grottiger Spell. Mich immer so ich hab dich getroffen. Oh mein, du Scheiße. Okay, ich war auch scheiße. Ich hab ziemlich viel. Warte mal, welches Level bist du? Welches Level, Ding? Ich meine, wie viel Leben hast du? Wie viel Leben? Mir fehlt eines. Du triffst mich hier nicht, du Versager. Nee. Ja, mein Spell kostet doch viel mehr Mana als dein Feuer. Ich kann dich nicht, das kann ich. Tobi, wo sind wir denn am Start? Weißt du nur das? Ich weiß, in welche Richtung wir müssen. Vorsicht, da ist eine Ravine, my friend. Diese Eisberge. Natürlich, wir müssen durch diesen.
Nee, aber er erinnert sich nicht einfach dran. Immer diese, wie die Spiele losgehen und man hört diese Musik, ist eine der ersten Zelda-Musiken, die man in den Spielen meistens hört. Ist Links Hütte am Start hier. Hast du vielleicht Kenshis gefunden? Heißt, ist jetzt in dem Fall die Wind Waker-Version. So, liebe Leute, wir sind gepflegt wieder am Start. Wir haben uns gerade ein bisschen aufgeregt, weil wir hatten einfach gerade hier ein paar Probleme, ja. Mein Hamster ist gerade ausgebrochen. Nein, ihr müsst wissen, der Dominik, der hat momentan, weil er in so einem kleinen Städtchen lebt, ja, Energieprobleme und deswegen hat er sein Hamsterrad an den Generator angeschlossen. Ja. Und der Hamster ist eben jetzt, im Moment, ja, ausgebrochen gewesen. Ja, der hat sich schon immer wegen den Billiglöhnen hier, hat er sich eigentlich ziemlich beschwert, muss ich sagen, aber wisst ihr... Wenn ihr auch findet, ja, dass Dominik seinen Hamster mit billigen Dreckslöhnen abspeist, ja, dann müsst ihr ihm das schreiben. Ja, genau. Ah ja, noch eine Hamster-Gewerkschaft benachrichtigen. Noch eine Sache, die ich irgendwie merkwürdigerweise gesagt habe in der letzten Folge, die ich natürlich euch nicht vorenthalten wollte, war, dass ich einfach gesagt habe, dass einfach mal jeder, der normalerweise keinen Kommentar schreibt, ja, einfach mal einen Kommentar schreiben sollte. Ich weiß, das macht ja an sich eigentlich gar keinen Sinn, ne? Aber trotzdem, ich habe einfach mal gedacht, wer bei dieser Scheiße also mitmachen würde. Der Dominik hat sich gefragt, welche, will auch mal die andere Seite seiner Abonnenten kennenlernen. Ja, ja, und also die normalerweise Kommentare schreiben, die sollen mal bitte ihre Fresse halten. Weil die kenne ich ja schon hier alle, ne? Ich bin jetzt auf dieser, wo ich das letzte Mal die Chickens gefunden habe. Weißt du, das ist einfach viel geiler, wenn ich das so mal lese. Ja, hier der Fireball LP 23 Milliarden oder so ist dabei, weil dann kann ich immer so geile Wortwitze einbauen. Mir fällt gerade keiner ein, weil ich keinen Namen habe. Ihr müsst mir die Namen bringen. Okay, und weil wir hier gerade... Ah ja, das haben wir auch gemacht. Wir haben Chicken. Echt, hast du Kenshi gefunden? Ja. Bitte nicht umbringen. Tue ich gerade nicht. Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwo ein Ei finden kann. Eigentlich sollte, wenn man... Gummileinchen? Ja. Weißt du, was du jetzt machen musst? Du gräbst da jetzt das Gräseli weg und bringst es mit hierher. Das Gräseli? Ja, du musst jetzt ein paar Gräselis wegschlagen und dann hast du ein paar Seeds und mit denen kannst du es dann hierher bringen. Stürmt. Das ist eine super Idee. Nee, das kann ich sicher nicht, weil ich irgendwie um die 1000 Blöcke weg bin, fast schon. Doch, das schaffst du. Jetzt heul dich rum. Aber auf der Insel, nur auf der gibt's Kenshis. Ja, dann bring sie her, Mann. Wir können nicht immer so weit laufen. Wir müssen die züchten, die Viecher. Ja, klar. Schau dich das mal an. Das ist so fett, dass sie sich hier schon rausdrücken. Ich glaube, ich erweitere mal die Gehege. Das ist ja nicht vertretbar. Nennt ihr nicht, dass die Grünen da noch vorbeikommen mit ihrem neuen Wahlspruch? Artgerecht statt ungerecht. Oh, juckt mich, glaube ich, sehr. Also ich glaube, ich werde nicht vor Ende der Folge ankommen. Keine Sorge, es interessiert sowieso keinen. Ich muss durch einen riesen Ozean schwimmen mit dem Ding. Ja, wieso machst du auch kein Boot? Und wieso bist du überhaupt noch weggerannt, Boy? Weil ich Kenshis brauche. Du brauchst Kenshis. Kenshis. Oh, Tobias, ich muss schon sagen, ja, das muss man dir schon negativ anrechnen, ja. Ich glaube, ich schieb das eher vor mir her. Du bist einfach... Das schaffst du nicht, vergiss es. Hol dir doch einfach Seeds, Alter, das geht richtig gut. Nein. Wasser schon. Nein. Doch, richtig geil. Doch. Nein. Das ist richtig geil. Sieht aus, als ob ich drauf reiten würde. Tobias freut sich über die kleinen Dinge im Leben. Ja, schau dir das an. Das musst du dir nachher angucken. Jetzt muss ich erstmal F1 drücken hier, weil es einfach geil ist. So. Haben wir 32 Feensen. Mit Feens können wir natürlich hier das Gehege erweitern, um für eine artgerechte und ja. Und artgerechte? Genau. Können wir da halt sorgen, ne? So, drei Feere und dann hier übersehen. Okay. Super. Wir müssen so eine Art Pokéball-Mod machen, ja? Pokéball! Komm, schnapp sie dir! Die Pokébälle schnappen wir uns nicht, ne?
Nein, natürlich. Du benutzt sie natürlich, um Pokémon zu schnappen, ja? Ich hoffe, dass ihr es mitbekommen habt, Freunde. Aber ja, Saphir, Alpha und Rubin, Omega. Oder Omega, Rubin. Ja, Omega, Rubin. Nein, ich meine von der Wortstellung. Aber das ist ja eigentlich... Ja, Omega, Rubin heißt... Ja. Genau. Ja, komm raus. Da schauen wir natürlich, da achten wir natürlich ganz drauf. Ich freue mich allerdings, muss ich sagen. Ja, ich bin, okay, gut. Vielleicht freue ich mich auch darüber mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Remake wird oder ein Sequel. Eher ein Sequel, denke ich. Aber, Friends, wir wollen ja da jetzt nicht drüber reden. Ich wollte nur noch auch sagen, das ja auch, Leute, Super Smash Bros. 4, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie da noch irgendeinen coolen Namen dafür holen, auch hier rauskommt für Wii U im Herbst und für den 3DS im Sommer. Das wird natürlich auch eine geile Sache, vor allem wenn ich mich dann hochranken werde. Da könnt ihr mich natürlich irgendwann da herausfordern. Viel Spaß dabei, falls ihr euch das auch kauft. Auf jeden Fall den Friend-Code hier exchangen, damit ihr mich hier battlen könnt. Wahrscheinlich hier nur die Pros am Start hier. Hier keine Chance. Nee, glaube ich eher nicht. Okay, keine Sorge. Ich hoffe, wir kriegen das Kenshi zu uns nach Hause heil. Glaube ja. Ich ehrlich nicht, aber naja. Und außerdem bringt uns eins ja auch jetzt nicht wirklich so viel. So, das war's. Tschüss. Ciao.